Typ-2-Diabetes ist eine lebenslange Stoffwechselerkrankung mit erhöhtem Blutzucker. Er tritt meist bei Älteren auf, zunehmend aber auch schon bei Jüngeren. Typ-2-Diabetes entsteht aufgrund der Veranlagung und als Folge von ungeeigneter Ernährung, Übergewicht und mangelnder Bewegung. Die Empfindlichkeit der Körperzellen für Insulin nimmt dabei ab. Oft ist auch die Insulinabgabe aus der Bauchspeicheldrüse gestört. Normalerweise wird das blutzuckersenkende Insulin in der Bauchspeicheldrüse gebildet und in die Blutbahn abgegeben, um die Körperzellen für den Blutzucker zu öffnen. Menschen mit Typ-2-Diabetes bilden zwar anfangs noch genügend eigenes Insulin, ihre Zellen sind aber nicht mehr so empfänglich dafür. Sie können daher nicht mehr genügend Zucker aufnehmen und erhäuft sich stattdessen im Blut an. Die Bauchspeicheldrüse steuert dagegen, indem sie jetzt umso mehr Insulin produziert. Irgendwann ist sie aber erschöpft und bildet zu wenig Insulin. Typ-2-Diabetes an sich tut nicht weh. Er entwickelt sich unbemerkt und langsam. Meistens wird er zufällig beim Check-up entdeckt. Das Problem? Dauerhaft zu hohe Blutzuckerwerte verursachen eine Fettleber und schädigen Blutgefäße und Nerven. Besonders an Hirn, Augen, Herz, Nieren und Füßen. Du kannst aber viel tun, um solche Folgen gering zu halten, wenn du deinen Diabetes gut managst. Noch gibt es für Diabetes zwar keine Heilung, er ist aber gut behandelbar. Und zwar, indem du deine Ernährung umstellst, dich viel bewegst und überflüssige Pfunde loswirst. Oft sind zusätzlich blutzuckersenkende Medikamente erforderlich. Besuche Diabetes-Schulungen. Und lass deinen Diabetes regelmäßig von deinem Arzt kontrollieren. Wenn du deinen Diabetes gut im Griff hast, kannst du mit ihm ein normales Leben führen. Unterstützung findest du in der Selbsthilfe.